ich bin jetzt bei den Nero Diavolos. Leute, wie geht's euch beim Ute Bock Cup 2014? Uns geht's super, ist echt eine super Stimmung da und wir sind froh, dass wir mitmachen können. Sehr gut. Wie sieht's aus mit Chancen auf den Sieg? Wir haben ein Spiel gewonnen, eins unentschieden und eins verloren. Das heißt, beim Ladies Ute Bock Cup können wir jetzt nicht mehr mitspielen, aber beim Fairplay Cup spielen wir dann wieder um 3. Ja, uns geht's ziemlich gut, wir haben den zweiten Platz jetzt. Gruppenphase haben wir gut überstanden und jetzt geht es dann weiter. Spannend wird es, weil harter Gegner steht vor uns. Ja, wir sind tiptop drauf. Wir sind Gruppensieger geworden. Also vollkommen unerwartet sind wir Gruppensiegerinnen geworden. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Wir sind ziemlich motiviert. Das Training ist nicht so gut gelaufen heuer, aber anscheinend sollte man auf das umstellen, dass wir weniger trainieren und dann am Matchtag dafür total fit sind. Ja, ist das euer Maskottchen? Genau, das ist unser Maskottchen, das ist der Teamgeist. Das heißt die Genialen? Genau, wir sind die Genialen. Ah, ja, jetzt verstehe ich, na, das ist gut. Ja, wie oft spielt ihr da mit? Das ist das erste Mal, dass ihr da mitspielt? Nein, beim Motorbock Cup? Das dritte Mal dabei. Ja, und wie schaut es aus? Wie läuft es bis jetzt? Chancen auf den Sieg? Ja, wir sind jetzt im Frauencup, sind wir im Finale. So, ich spreche mit einem Spieler von den Karma, vom Karma Super Soccer Verein. Sind Sie der Kapitän? Ja, ich glaube schon. Naja, und wie lange spielen Sie schon mit? Mehrere Jahre oder heuer zum ersten Mal? Also, nein, das ist nicht das erste Mal. Ab 2011 haben wir dieses Turnier angefangen zu spielen. Na, und wie ist es dieses Jahr gelaufen, sportlich gesehen, bis jetzt? Also ja, bis jetzt, was ich sagen kann, das macht uns viel Spaß. Jedes Jahr, wir warten immer, denken immer, das kommt wieder, Ute Bock Cup. Und wir sind immer vorbereitet. Also wir haben gut gespielt, zweimal gewonnen, einmal 0-0 und spielen wir weiter noch. Das Ziel wäre natürlich gewesen, den Pokal zu erringen. Die Chance haben wir verbockt, aber nicht schlecht verbockt, wir haben nicht schlecht gespielt. Dann sind wir ja eigentlich schon seit einigen Jahren da und muss dazu sagen, 2011 haben wir gewonnen mit unserem Team, den Ute Bock Cup. Und wir machen eine Parallelveranstaltung. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Goodball ist ein Turnier, das findet auch hier am Sportclubplatz statt. Heuer am 15. September kommen. Okto wird dabei sein. Ja. Auch ein Fußballturnier, auch ein Benefizfußballturnier. Zusätzlich gibt es dann noch einige Live-Konzerte. Und irgendwie ist das so eine Zusammenarbeit, die da ineinander greift. Ute Bock Cup für Goodball, Goodball für Ute Bock Cup. Eine super Kooperation. Es bockt den ganzen Tag. Es bockt gut herum. Super. Ja, und es bockt sich hier sehr nett. Gute Stimmung, nette Leute. Auch die Teams, faires Fußball, ganz wichtig, weil wir spielen ja nicht um die Weltmeisterschaft und haben ja alle Jobs und möchten heil arbeiten gehen können am nächsten Montag. Na, macht Riesenspaß. Ganz tolle Veranstaltung und auch den Veranstaltern danke. Dankeschön. So, jetzt bei der Mannschaft Neunerhaus. Leute, wie geht's euch? Wie sieht's aus mit Chancen auf den Sieg? Ich muss sagen, wir haben eine Trainerdiskussion, weil wir haben nur einen Punkt in der Vorrunde und es schaut so aus, als ob wir unseren Trainer raushauen müssen. Wir versuchen es jetzt mit Bierdoping, dass wir im Achtelfinale ein bisschen stärker sind, aber ich glaube, der Trainer wird sich nicht halten. Er wird wahrscheinlich nach dem Ute Bock Cup rausfliegen. Naja, aber das ist auch eine Entscheidung, die wichtig ist für den Verein, für die Zukunft. Natürlich. Ja. Aber wir genießen sehr, muss man sagen, die Atmosphäre. Ich würde vielleicht anfangen mit einer kritischen Nummer über Erdbeerjoghurt, wenn es einverstanden ist. Ich meine, ihr habt da euren Bewusstseinsstand, wenn ihr überlegt, wie viele Erdbeeren gibt es auf der Welt und wie viel Erdbeerjoghurt. Da stimmt was nicht. Wenn du drauf schaust auf das Degel, steht immer oben natürliches Aroma. Natürliches Aroma, was ist das? Das sind riesige Stahltanks voller Bakterien, die fressen Sägespäne. Und bei der anderen Öffnung, die haben nur zwei Öffnungen, die Bakterien, bei der anderen Öffnung gacken die das Erdbeeraroma außer. Das ist natürliches Aroma. Bakterienscheiße von Bakterien, die so lange gezüchtet werden, bis die Scheiße circa nach Erdbeeren schmeckt.
Wir treten mit Band auf, wir sind 5 Leute, wir sind der Honk. Wir nennen es Heavy Reggae. Das heißt, wir nehmen das gemütliche, aufbietige von Reggae und dann gibt es aber verzerrte Gitarre und Vollgas. Und das ist eine ziemlich geile Mischung. Warum Ute Bock gehabt für euch? Wichtig, Thema? Antirassismus ist unsere Herzensangelegenheit, ist ganz einfach. Integration, weil die Ute Bock ein furchtbar beeindruckender Mensch ist. Die eigentlich unterstützt gehört, die jetzt Probleme hat, finanzieller Natur. Und deswegen Ute Bock. Wären ein bisschen mehr Leute in Österreich so wie die Ute Bock, dann wäre Österreich ein besserer Platz auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein super Ort, um verschiedene soziale Organisationen und Vereine irgendwie zu vernetzen und es ist eine super Sache. Und was sagen Sie zu Ute Bock, zum Ute Bock-Verein? Also zu Ute Bock-Verein, was ich sagen kann, also danke, dass es gibt Ute Bock-Verein, weil das ist ein Verein, der viele Leute helfen. Es hat bei uns schon Tradition mittlerweile, das Hübe ist ein Verein für Integration, Interaktion und Kommunikation. Wir haben immer viele Leute, die bei uns engagiert sind, die selbst Migranten sind. Von dem her ist es für uns einfach selbstverständlich, dass wir da mitmachen und es ist immer wieder eine große Freude. Yeah. Ja, und wie schaut es sportlich gesehen aus? Wir haben es dieses Jahr das erste Mal ins Achtelfinale geschafft. Wir wissen nicht, was wir jetzt noch aus dem Nachmittag machen, aber es wird spannend. Ja. Ich würde anfangen, ich schaue auf Tour, nicht weil ich fertig werden will früher, sondern nur damit ich nicht zu lang spiele, weil sie mir gesagt haben, wie lange ich spielen soll. Die Ute Bock ist für uns ganz eine wichtige Person in der Zusammenarbeit, in der Betreuung und Beratung für die Flüchtlinge. Und der Verein ist für uns eben, wie gesagt, ein wichtiger Kooperationspartner. Und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Und wir freuen uns eben auch, dass wir immer wieder eingeladen werden, weil es für uns auch intern ganz wichtig ist, dass man nicht nur immer die Beratung macht und die Arbeit macht, sondern dass man eben außerhalb eben auch Spaß haben kann. Danke. Cool. Prost. Prost. Das ist die Friedhofstribüne, sagt man, gell? Ja, genau. Ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du, wie gehörst du zum Ute Bock Cup? Ich bin der Martin Rossbacher mit dem Nachnamen und ich bin der Obmann von den Freundinnen der Friedhofstribüne, die ehrenamtlich diesen Ute Bock Cup organisieren. Also ich bin im Kernorganisationsteam drinnen vom Ute Bock Cup. Sehr fein. Und wie ist die Stimmung, wie taugt es dir heute? Ja, die Stimmung ist sehr fein und es sind sehr viele Leute da und ich glaube, ich habe so ein Gefühl, das kann ein sehr gutes Spendenergebnis werden und das ist ja die Hauptsache. Stimmung ist gut, ich selber bin natürlich ein bisschen aufgedreht, weil ich dauernd herumrenne, aber ja, im Sommer passt es perfekt, muss ich sagen. Mit dem Wetter haben wir ein Riesenglück. Sonst noch irgendeine Botschaft, die du raussenden möchtest? Ja, also ich finde schon, dass der Ute Bock Cup nicht nur eine Veranstaltung ist, wo wir Geld sammeln für den Verein Ute Bock, sondern es ist ja auch eine Veranstaltung, die einen Protest irgendwie aussprechen möchte. Und zwar einen Protest gegen die Abschottungspolitik der EU und an den Außengrenzen. Es ist erbärmlich, wenn man in den Nachrichten hört, wie Leute auf den Zäunen verbluten oder irgendwie mit super kleinen Booten ertrinken und deswegen ist unser Motto heuer auch Freedom to move, Freedom to stay. Es gibt ja eh viele verschiedene Botschaften, aber das hat uns heuer am passendsten gefunden. Und das ist schon eine wichtige Botschaft. Und gerade mit den EU-Wahlen und mit den Erstarken von rechten Parteien in einigen europäischen Ländern ist es schon wichtig, dass auch Wochen später in Wien so eine tolle Veranstaltung stattfinden kann, die einfach sagt, dass Vielfalt schöner ist als Einfalt. Jetzt ist so der Moment, wo sie nicht mehr so halt kann und wo wir alle umso mehr ein bisschen schauen müssen, dass das wirklich weiter rennt und dass sie quasi drüber steht über allen und wir und das, ich glaube, dass das sehr gut funktioniert, so wie ich das mitgekriegt habe, ist das inzwischen einfach eine Organisation, die wirklich jetzt von selber weitergeht und das ist schön.
Dauernd wurde die Kotz. Ich weiß auch warum, weil du immer so Hunger hast von den Scheiß-Diäten.